Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Oh, das ist ein bisschen hochgestellt. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich hatte ja im Odin war shoppen schon gesagt, dass ich mir die Plates gekauft habe. Und die wollen wir jetzt mal anbauen. Ich brauche da kein Unboxing machen, denke ich mal, oder? Weil es sind Plates drin und wer wird da nicht drin sein? Ich habe auch hier schon mal die PlayStation aufgebaut. Noch in ganz normal. Das Einzige, was ich jetzt gemoddet habe bis jetzt, ist halt praktisch die oberen Leuchten. Dass wenn sie an ist, nicht weiß leuchtet, sondern türkis. Das werde ich auch nochmal ändern, demnächst in blau. Und ich habe da den PlayStation-Aufkleber in bunt. Der sieht aber auch nicht mehr so toll aus. Werden wir gleich sehen. So, dann stellen wir die PlayStation weg. Den Drehteller weg. Oh Gott, ey. Ja, und den tollen Standfuß. Also, Sony, bitte lasst euch was Neues einfallen. Oder für die PS5 Pro. Dieser Standfuß, wenn man sie liegen hat, ist scheiße. Er ist einfach scheiße. Ich liebe Sony. Ich bin Fanboy von schon immer, aber also seit PS1. Aber der Standfuß, Leute, wart ihr euch. Also testet ihr sowas nicht? Also sowas, wie kann man denn sowas hier in Verkauf geben? Das hält nicht. Die rutscht runter, obwohl hier Gummis dran sind. Das ist scheiße. So. Ist doch nicht. Leck mich doch am Arsch. Ich wollte sie schon früher bestellen, aber, also über die Sony-Webseite, aber Sony hat es ja so toll gemacht, dass, wenn man über die Webseite bestellen will, es geht nicht von der Bank abbuchen. PayPal oder so. Nein, das geht nicht. Nur Kreditkarte. Danke, Sony. So, jetzt haben wir hier die Plates. Die sind auch extra abgeteilt. Also die sind nicht einzeln drin. Wir haben praktisch hier eine Plate drin gehabt. Und hier wegen dem Laufwerk, dass sie was dicker ist. So, die packen wir erstmal beiseite. Und wir haben eine andere Anleitung mit bei. Da ist so ja erklärt, wie wir die PlayStation. Es ist so direkt deutsch, ist in der Mitte. Wo die Klammer drin ist. Also haben wir gleich direkt aufgeschlagen. Für beide Seiten ist es extra erklärt. Also da haben sie sich Mühe gegeben. Also es ist wirklich simpel. Ja, es ist halt ein bisschen dunkel hier. Ist das scheiße wieder. Ich muss mal gucken, wo waren das da unten? Ja. Gucken wir uns erstmal die Plates an. Wo ich mich eigentlich, ich muss auch sagen, ich habe mich eigentlich an das Weiße mittlerweile gewöhnt. Aber es sieht halt geil aus, wenn du die ganzen Sachen die du hast, dunkel hast, dass wenn die auch dunkel ist. Oh, das sieht schön aus. Hier, und hier ist auch das PlayStation-Logo ausgeschnitten. Auch hier das Raue hast du hier wirklich. Also praktisch. Hier das Raue.
Ja, wie beim Original. Auch hier ist nicht ganz glatt, aber auch nicht ganz rau. Also so. Ja, fast wie beim Original. Bisschen rauer, würde ich so ja sagen, ist es. So, jetzt gucken wir. Ich mach's mal, dass das wirklich nicht zerkratzt hier. Mal wieder rein. Wir müssen erstmal die weißen abmachen. Ich werde auch den Karton natürlich aufheben und werde die weißen Plates da reinmachen, damit mir die nicht kaputt gehen. Ist ja klar. So, und hier haben wir dann die, wo das Laufwerk drin ist. Hier haben wir auch das raue und selbst hier wie beim Originalen in Weiß steht hier oben Sony. Das sind so eine Dinger, die sein müssen. Wenn die da das am Anfang hat, dann will ich das auch weiterhin haben. Ich bin da ein bisschen, vielleicht bin ich auch ein bisschen pingelig, ich weiß, aber also wenn, dann soll das schon so bleiben. So, jetzt werden wir das erstmal. Jetzt werden wir unsere PlayStation erstmal nackig machen. Ich glaube, ich werde mir demnächst noch mal was anderes holen. So, wir fangen erstmal bei. Und wir machen das mal so, wie es im Heft steht. So. Wir legen uns die PlayStation vor uns. Ich zeige euch das. Ich mache die Kamera nach unten, damit ihr das sehen könnt. So, ihr legt sie vor euch. Das ist praktisch die Arschseite. Hier vorne ist das Laufwerk. Also praktisch die Rückseite. Zeigt zu euch. Das ist jetzt oben. Also hier ist das PlayStation-Logo. Ja, und dann sollen wir praktisch auf der Seite hier anheben und nach unten machen. So schnell geht's runter. So. Und dann haben wir es ab. Oha. Oh, die muss ich dann doch gleich mal sauber machen. Ey, die habe ich ja. Also seit ich sie habe ich sie nicht sauber gemacht. Also hat sich hier schon. Etliche Zeug hier sammelt. Also da. Ach, seht ihr jetzt? Ach, jetzt ist der Aufkleber auch wieder. Das war Dreck, was da drauf war. Also hier unten ist eigentlich kaum was. Das ist wirklich halt hier oben, das um den Lüfter rum, wie viel Staub ist. Und im Lüfter natürlich. Also da muss ich sagen, da hat Sony sich uns das diesmal wirklich leicht gemacht mit dem Putzen. Selbst wenn wir jetzt den Lüfter sauber machen wollen, wir brauchen hier nur die Schrauben lösen, das werde ich jetzt aber nicht machen. Und würden dann an den Lüfter rankommen und könnten den halt auch sauber machen. Mit ein paar Wattepads und so. Gut, an den Kühlkörper kommen wir wieder nicht ran, richtig. Aber hier, das soll es ja hier alles ein bisschen erleichtern. So, dann werden wir mal jetzt. Die schwarze Plate drauf machen. Die sollen wir von unten machen. So, wir sollen die einfach. Ach, ich glaube die falsche. Wir sollen die drauf liegen. Ja. So. Und dann von unten nach oben schieben. Jetzt fest. Die ist fest. Die hat sich eben, bevor ich jetzt das schwarze Cover drauf gemacht hatte,
Hat das irgendwie hier oben locker gewirkt? Jetzt nicht mehr. Okay. So, dann können wir das einfach umdrehen. Machen das Laufwerk. So, das machen wir auch direkt nach Anweisung. Hier machen wir das so, dass das Laufwerk zu uns zeigt. Also praktisch hier ist das Laufwerk. Das zeigt jetzt zu uns. Und wir gehen praktisch an der hinteren und machen hier hinten oben hoch und nach unten. Und schon haben wir es ab. Oh, da hat sich aber oben ein bisschen was gesammelt. Ja. Das mache ich mal noch, bevor wir die wieder zusammensetzen, hier sauber. Ich glaube, ich muss die wirklich demnächst mal sauber machen hier. Das Gitter vom Lüfter runter. Ah, hier ist noch ein zweites Gitter drüber. Also bei dem Lüfter ist hier ein zweites Gitter drüber. Irgendwie, ach nee. Das ist der Lüfter an sich und hier, ah, naja. Also hier könnt ihr das auch mal sehen. Hier habe ich praktisch so einen Aufkleber drauf, dass der türkis leuchtet. Der wird dann einfach nur hier raufgeklebt auf beide Seiten und dadurch leuchtet das dann türkis. Ihr braucht doch keine Angst haben, die PlayStation, wenn sie angeht, leuchtet trotzdem noch normal blau, weil das blaue Licht kommt von woanders her. Aber okay. So, und dann machen wir jetzt das. Und das machen wir rauf, indem wir das hier unten so und dann einfach nur ein Stück nach oben schieben und schon ist es fest. Oh, sieht schon. Also dadurch, dass es jetzt so ein bisschen rau ist, hat es jetzt beim Wechseln ein bisschen Staub mit aufgenommen. Also da muss Sony vielleicht nachbessern. Das geht ja gar nicht. Das ist ja, hier hast du ja gleich den Staub dran. Ne? Also Tipp für euch, bevor ihr die Plates wechselt. Ich bleib vom Taschentuch hier hängen, weil es so rau ist. Bevor ihr die Plates wechselt, macht die weißen erst ab. Macht die weißen erst ab, macht sauber von innen mit einem Tuch, also nur grob und macht den Tisch sauber, dass da keine Flusen dran sind, weil sonst habt ihr die Flusen hier gleich wieder dran hängen. So. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich uns die nochmal genau angucken werden, so, nehmen wir jetzt erstmal die Plates. Die nimmt da, die könnt ihr, würde ich euch raten. Also müsst ihr natürlich selber wissen. Aber ich würde, also wer jetzt nicht unbedingt die jetzt noch benutzen will für Airbrush oder so, dass er sie zum Airbrusher bringt oder so. Aber ich würde die Originalen sowieso nicht zum Airbrusher bringen. Also da würde ich dann halt mir Kopien kaufen, die preisgünstiger sind, dass man halt immer noch die Originalen hat. So, dann haben wir das einmal. Das ist jetzt die breite Seite. Und hier im Karton, die breite Seite kommt hier praktisch hier unten rein. So. Müssen wir nur gucken. Ah. Ich glaube, wir machen das so rum. So rum kommt's. Die dünne Seite nach links, die dicke Seite nach rechts. So.
Weil würde ich euch empfehlen, weil ihr habt, wenn ihr das kauft, die Plays von Sony, ihr kriegt den Karton mit. Also ihr kriegt ja die nicht einfach so nach Hause. Und ich denke nicht, dass ihr die wegschmeißen wollt oder dass ihr Angst haben wollt, dass die jetzt irgendwie die Originalen zerkratzen oder so. Deswegen gehen wir damit vorsichtig um. Die nuppeln's nach innen, wo die Pappe ist. Achso, muss ich andersrum machen. Ja. Die nuppeln's nach innen. Das ist auch durch die Wölbung von den Plates alles eigentlich einfach, oder? Nee, so ist falsch. Doch so. Ja, so ist richtig. So, dann müssen wir das hier alles ein bisschen runterschieben. Macht er dazu. Ihr könnt es in den Keller packen, ihr könnt es in den Schrank packen. Ich werde es natürlich in den Schrank packen. So. Und schon habt ihr praktisch in dem Karton, wo ihr gibt ja auch in Rot und in anderen Farben, wo ihr eure Plates gekriegt habt, habt ihr die Originalen drin. Die sind hier. Dadurch, dass wir halt die Folie auch rumgemacht haben, die bei den Originalen drum war, sind sie hier kratzgeschützt. Ja, also macht das am besten. So. Und jetzt wollen wir uns die aber auch mal angucken. Das Schmuckstück. Oh, kommt, nee, doch mit dem Logo kommt schon gut zur Geltung hier oben, finde ich. Ich zoome euch mal ran, damit ihr das sehen könnt. Tudun, tudun, tudun. So, das kommt. Also das kommt gut zur Geltung, würde ich sagen. Ja, weil es alles dunkel ist jetzt. Also kommt hier schön grün, blau, kommt alles gelb, kommt schön zur Geltung. Hat was. So. Jetzt werde ich euch aber auch nochmal rumholen hier. Und wir gucken uns jetzt das Prachtstück jetzt noch mal in seiner ganzen Schönheit an. Ich mache mal den Karton in den Hintergrund. Ja. Und ein Stück Ransum. So. So. Fangen wir vorne an. Also wir haben sie jetzt komplett in schwarz, die Seitenteile schwarz, die Mittelteil ist sowieso schwarz. Sieht doch schön aus, finde ich.
So. Also ich finde, hat sich gelohnt. Ist doch ein Schmuckstück geworden, jetzt in Schwarz. Ist erstmal im ersten Blick, ist echt gewöhnungsbedürftig, weil man hat sich wirklich an die Schwarz-Weiße gewöhnt. Aber halt, jetzt sind eigentlich die Schwarzen da und ich habe mein Logo ausgeschnitten, was man einfach pimpen kann. Gibt auch beleuchtet. Das will ich mir als nächstes wahrscheinlich holen. Wir haben hier vorne auf der Seite Sony stehen, wo es auch bei den originalen Weißen ist. Wir haben das hier rau in den Innenseiten. So wie, es sind ja die Originalen. Also ist praktisch wie die Weißen, bloß in Schwarz. Ist schon schick. Ist schon sehr schick, muss ich sagen. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Bin begeistert. So, das soll es jetzt auch zu den Plätzchen gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.